Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Minecraft Let's Plays. Ich bin Rektalin, ihr schaut wieder Games for You. Und ich freue mich, dass wir heute jetzt auf jeden Fall hier wieder zocken können. Gestern ging es leider nicht, da Hallo. Doch der ein oder andere Termin da ist. Replay. Hallo. Und da seid ihr auch alle da. Ich gehe davon aus, ihr habt wahrscheinlich, Servus, McClouds Tochter und Europa Fohlen und Mert, meine Nachricht gelesen gehabt. Da geht's zur Arena. Bin mir gerade gar nicht sicher, was ich machen will. So. Der YouTuber hört dich. Ich weiß. Ich bin. Ey, soll ich dir fragen, ob ich esse? Verwirrt. So. Das ist in Ordnung. Arena, darum geht's. Ah, ich sehe, McClouds Tochter sieht sich, kennt sich aus. Sieht sich aus, ist auch gut, ne? Kleine Basis, Arena. Merto, kannst du mal auf der Karte gucken, wo ich bin? Ah! Ja, perfekt. Sehr gut. Guck mal so auf der Karte, ich muss da hinkommen. Du hast auch eine Karte, da. Da, rechts. Kleine Basis. Wieso ist McClouds Tochter wieder raus? Könnte ich bitte Essen haben, wie Play? Ja, Problem ist, ich kann euch halt nicht antworten, ne? Jesus, guck mal wieder. So. Warte mal, Jesus. Du bist nicht das Kind. Ich komme jetzt nicht an. Krieg ich Essen, bitte? Der hat mich geschlagen. Naja, schlagen geht ja nicht. Ich habe ja PvP ausgemacht. Wuppdiwupp. Hä? Ey, Mann, ich brauch Essen. Wo seid ihr denn? Oder wo sie... Hallo? Hallo, krieg ich Essen, bitte? Ja, kannst du was haben, warte. Essen. Ja, ich brauch das selber Essen. So. Dankeschön. Bitteschön. Du kannst doch von Jugendherberge nehmen. Ich weiß, aber... Aber. Hier, ich kann dir mal ein Brot geben. Hier, komm mal her. Ja, warte mal. Hier, bitte. Ja, ich hab nichts mehr. Ihr kriegt gleich was zu essen. Ganz kurz warten. Komm mit. Leute hier. Hier ist was los auf jeden Fall. Hier kriegt ihr Essen. Machen wir noch ein Schild hin. Ja, alles klar. Da kriegt ihr was. Guten Appetit. Ah, jetzt habe ich hier was weggemacht, was sie gar nicht hätten wegmachen sollen. Und, warum ist denn hier die Tür offen? Leute. Lieber mal die Tür zumachen. So, sammeln wir hier den Spaß auch ein. Ich mache jetzt mir einfach mal alles platt, scheiß drauf. Egal, ob es jetzt schon fertig ist oder nicht. Verbindung ist nicht so gut hier am besten, gerade habe ich das Gefühl. So, zacki, zack. Nach Möglichkeit nicht auf den Feldern rumlaufen. Damit das auch alles recht cool bleibt. Hallo, geh doch weg! So, passt schon, ist kein Problem. Ja, die Jungen da. Das passt, das ist in Ordnung. Der sucht über Mikrofon.
Komm auf den Cheater. Das ist in Ordnung. Genau, hier, zacki, 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 zacki. Hier nochmal. Ihr könnt euch auch umgucken, ne? Wir machen jetzt mal Folgendes, und zwar gehen wir jetzt zur Jugendherberge. Ich gehe mal fast davon aus, dass der Rest mitkommen wird. So, dann machen wir auch dann da gleich was zu essen hin. Und zwar, ich habe noch was geplant, ne? Das wird im Grunde genommen Pi mal Daumen eine Überraschung. Es wird mein Haus beinhalten, es wird hier die Schlucht beinhalten, es wird auf jeden Fall eine Menge Spaß beinhalten und hier das euer Jugendherbergenbereich wird auch damit betroffen sein oder davon betroffen sein. Gehen wir mal kurz hier in die Küche. Gehen wir hier zu. Dann gebe ich euch noch ein bisschen Brot. Beziehungsweise hier unten gibt es ja auch jede Menge Zeug. Jetzt machen wir mal kurz ein bisschen noch Brot, damit ihr hier versorgt seid. Machen wir noch mehr Brot vielleicht. So, zack. Gehen wir mal gucken. Ich ernte den Kram hier gerade mal. Und gebe euch da dann noch ein bisschen mehr Brot, denke ich, wahrscheinlich. Beziehungsweise machen wir erstmal hier das noch weg, das noch weg. Das noch weg, das. Bisschen wieder Ordnung reinbringen in den ganzen Spaß hier. So. Nehmen wir mal die Hälfte. Packen das hier mit rein. Nehmen wir mal von allem einfach die Hälfte und packen das hier mit rein. Falls ihr Hunger habt oder dergleichen, ne? Könnt ihr immer hier unten in die Küche kommen von der Jugendherberge, euch was zu essen holen. Im Kühlschrank ist Brot, wenn da. Ansonsten habt ihr hier Weizen und den ganzen Spaß. Könnt ihr auf jeden Fall ausgiebig nutzen. Nee, krank war ich nicht. Ich habe Termine gehabt. Ich musste mit diversen Leuten sprechen. Höhle? Gucken wir doch mal. Oder, nee, hier waren wir schon mal, ne? Und zwar, ich habe noch jede Menge Eisen da. Wir gehen nochmal zurück zu mir und geben das ab in die, hast du nicht gesehen, in den Ofen rein, genau. So, jetzt ist mir das Wort wieder eingefallen. Damit das dann schön geschmolzen wird. So. Ist halt immer das Problem, wenn du arbeiten gehen musst, dann hast du nicht immer die Zeit, wenn dann was Unvorhergesehenes passiert, dass du dann sagen kannst, okay, nehme ich halt später auf und dergleichen. Wenn dann halt der Vormittag fehlt und du musst nachmittags arbeiten, dann hast du halt im Großen und Ganzen Pech gehabt, ne? Haben sie sich rausgenommen? Ihr habt doch hier Essen geschrieben, Leute. Mensch. So, wir gehen jetzt wieder in die Mine. Beziehungsweise habe ich hier noch alles, was wir brauchen. Diamanthacke haben wir. Das ist in Ordnung. Vielleicht, dass wir noch ein bisschen Fackeln machen. So. Und dann gehen wir nämlich jetzt in die kleine Basis, die uns McClouds Tochter gebaut hat. Und werden dort
Genau. Ba-ba-ba. Von dort aus wollen wir jetzt weiter erkunden, in der Hoffnung, dass wir Dingens finden werden. Lapis Lazuli, damit wir in der Jugendherberge endlich wieder vorankommen können. Du, 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 Hey, du, du. Tja, wer mich findet, der hat gewonnen, bin gerade in sozusagen. einer Höhle und farm Eisen. Ich farm nicht Eisen. Ich suche Penguin-Federn. Junge, wieso denn? Ja, hört doch Gott, auf, wie mich viele her. Leute. Kleine Basis. Hab ich gar nicht gemerkt. Ja, vor einer Stunde. Also, ich geh in eine Wupp, Höhle von wupp, Penguin. wupp, kleine Basis hier. Super, dass du es ausgeschildert hast mit Clouds Tochter. Unheimlich praktisch. Ich glaube, ich würde sonst Nicht niemals erst finden. reden. Soll ich hier runter? Nein, nein, nein. Wuppdiwupp. Hier, hier. Ich guck mal, was hier alles hat. Gibt das Penguin? Nein. Ja, ist relativ voll gerade auch hier. Viele Leute da. Oh, ich höre einen Zombie. Das so gut ist, ich weiß es nicht. Was haben wir hier? Das ist schon mal cool. Das hier mal Doch. weg. Das haben wir auch. Das ist soweit in Hallo. Ordnung. Bäume wachsen aber, glaube ich, nicht, ne? Hier in der Dunkelheit, sage ich jetzt mal. Das geht, glaube ich, nur mit. Oh, das können wir eigentlich gebrauchen. Bauen wir das mal ab. Das Eisen. Für zukünftige Projekte. Sicher nicht verkehrt. Da schummeln wir mal ein bisschen. Da war auch Erde. Bin mir sicher, ihr habt das auch gesehen. So, bubdi-bub. So, und dann gehen wir jetzt hier hin. Kapau. Der Junge, ich hab schon Rüstung. Oha. Wo habe ich die Schaufel hin? Da. Zack, genau. Das Gute ist, dass wir hier auch schon Diamanten bekommen haben. Genauso ist es ja eigentlich auch gedacht, dass ihr alles selber mit erkunden könnt, wenn ihr mal hier spielt. Und alles auch mal selber angucken könnt von allen Winkeln und so weiter und so fort. Oder halt auch selber bauen, wie es McLeods Tochter ganz gerne mal macht, was ich auch ganz cool finde, weil da durchaus richtig gute Überraschungen rauskommen. Wie jetzt hier die kleine Basis zum Beispiel. So. Ja, also, jetzt kann man noch wegen diesen Sachen da. Josef, ich hab voll Eisenrüstung. So. Oha, direkt schon. Ihr müsst aber gucken, Weißt du, wie viel Eisen ich finde? ne, mit Eisen und so weiter, immer Hast du aufpassen. schon den Namen mehr zu? Du bist ja ganz Obwohl, gut. wir haben ja eigentlich jede Josef? Menge, also von daher ist eigentlich auch nicht Soll so ich schlimm, sage ich kochen? mal. So, was geht hier ab? Ich bin der Grüne, glaube ich. Machen wir mal hier, zacki zack. Warte, was ist das? Heute auch. Heute musste ich irgendwie vormittags dann arbeiten oder beziehungsweise vom Vormittag über Nachmittag hinweg. Unheimlich nervig. Vor allen Dingen, wenn du immer nur abends arbeitest und dann mit den Kunden laberst und sagst du, ja, guten Abend und das halt um 12 Uhr, das ist natürlich immer super geil. Und wirst du gleich für Gott weiß was für einen Vogel gehalten. So nach dem Motto, ja, was bist du denn für einer? Weiß nicht, wann morgens, abends und Ey, Mann, der mittags ist ist. voll gefährlich. So. Folge ist noch nicht fertig. Wir machen heute eine halbstündige Folge, weil gestern keine rausgekommen ist. Auch wenn mich gerade keiner hören kann. Eisenschwert. So, wuppdiwupp, wuppdiwupp. Falls die Frage aufkommen sollte, wann ich in der Regel Minecraft aufnehme, das ist morgens so zwischen 9 und 11 in der Regel. Und wer da online ist, der kann halt auch immer ganz gerne vorbeikommen. Ist gar kein Problem. So, komm. Ich bin der Bücherei von Dings, Merto. Von Enderportal. Was war das? Wie Enderportal.
Hast du schon ein Enderportal gefunden? Nein, ich weiß nicht, vielleicht hat der auch nicht gefunden. Ich habe nicht die andere Folge richtig geguckt, aber richtig geil hat der schon gemacht. Wie Enderportal. Ach da, ich weiß, was es ist. Genau. Jusuf, komm mal zu deinem Haus, da bin ich jetzt. Gefunden habe ich das schon, nur ich war noch nicht da. Portal habe ich auch noch nicht gefunden. Und ich kann nur empfehlen, wenn ihr Folgen nicht gesehen habt, guckt sie euch an. Unheimlich praktisch. So, jetzt machen wir mal Folgendes. Jetzt gehen wir hier nämlich wieder zurück. Und werden dann gleich daneben weiter meinen. Habe ich hier eigentlich eine Möglichkeit, Brot zu machen? Es ist natürlich unheimlich praktisch, dass ich jede Menge Weizen dabei habe, aber keine Möglichkeit, Brot zu machen. Aber es ist ja um die Ecke noch, zum Glück. Von daher, das passt. Und das Fleisch ist ja auch ganz sättigend. Leute, versucht nicht in Sachen oder bei Sachen zu explodieren, die wir gebaut haben. Jungs, richtig weit. So. Alter, ich brauch was zu essen. Boah, Jungs, wo bist du? Morgen in der Folge übrigens wird das große Erkunden losgehen. Ja. Oh, ich hab mich geklaut. Da war so viel. Der Minecraft-Typ ist auch wieder da. Servus. Da so nein, Jungs, mach nicht weiter, ich geb dir. Es ist unheimlich interessant, kann ich euch sagen. Wenn andere Leute noch mit im Spiel sind und du hörst denen so zu, wie ich es gerade mache, worüber die sich so unterhalten und so weiter, das finde ich immer sehr, sehr spannend, ehrlich gesagt. Gerade wenn es mehrere Personen sind. Diese Kinder haben noch gecheatet, da waren da richtig viele Diamanten. Ja, das stimmt. Die haben da die Diamantsteine gemacht und haben die wieder abgebaut und so weiter und so fort. Deswegen ist der auch nicht mehr auf der Freundesliste bei mir jetzt. Nicht nur deshalb, auch weil er ein Portal dann schon gebastelt hat und so weiter und so fort. Fand ich nicht so schön. Man müsste angezeigt bekommen, wer redet. Komm, morgen ist es auch ein Haus. Ich muss hier passieren. Aber Dings, Pinguin-Keller sagt doch schon für uns Dings über Jungkeller. Ja, aber die müssen das so. Ich weiß nicht, ich glaube nicht. Kannst du bitte beim Video sagen, ob wir ein eigenes Haus bauen dürfen? Ein eigenes Haus? Also nicht, ja, Pimmelte, hier oder... Habe ich noch nicht drüber nachgedacht. Das sagt er bestimmt. Dazu sollen wir Eisengolem bauen. Ich hab nicht mehr Eisen, leider. Und ich bin gerade ein bisschen... Moment, wir bauen erstmal hier... Dann gehen wir suchen dann. Nee, wir gehen zurück. Warum soll ich denn hier jetzt eine Kiste bauen? Macht doch gar keinen Sinn. Wir haben doch eine Kiste da hinten in der kleinen Basis. Eigenes Haus bauen, da mache ich mir noch Gedanken drüber nicht, weil ich jetzt kategorisch sage, nee, eigene Häuser finde ich jetzt nicht so gut, sondern weil ich mir noch nicht sicher bin, wie wir das am fairsten für alle halt machen können. Ob wir da dann tatsächlich sagen können, hier so und so groß ist das. Müssen wir mal überlegen. Oder wir machen das für Leute, die regelmäßig mitspielen, dass sie eine bestimmte Größe an Haus bauen können. Das kann ich mir vorstellen. Das wäre eigentlich gar nicht mal so schlecht jetzt. Machen wir uns mal ein Brot. So, das ist in Ordnung. Wo kriegen wir denn den anderen Spaß noch los? Das brauchen wir nicht. Jetzt gehen wir erstmal zum Lava-Krams.
Können wir nämlich Kram wegschmeißen. Hallo. Die würde ich mal brauchen. Ja, jeder auf dem Video. So. Hör doch mal auf, wieso klappt man denn? Das können wir noch gebrauchen. Passt. Also die kleine Basis finde ich immer noch sehr, sehr stark. Richtig cool. Können wir hier eigentlich auch mal wegmachen. Leute, vor Creeper müsst ihr doch keine Angst haben. Einfach nur weglaufen. Nächstes Mal war anders. Wir hauen hier einfach wieder erstmal Fackel neue. Upp. Und dann machen wir hier. Ich hab den gar nicht gesehen. What the fuck ist denn das hier? Das tut mir leid, wenn ihr das seht. Wo ist ein Creeper explodiert? Leute, wir müssen jetzt erstmal gucken gehen, wo ein Creeper explodiert ist. Das war nicht extra, ey. Wo bist du reingegangen? Ich brauch das mal. Oh Mann, wo weißt du denn so? Dann gehen wir mal gucken, ne? Hat irgendjemand Ding? Arena, kleine Basis. Was hat irgendjemand? Was? Die Diamanten von uns, da sind jetzt nur noch 24 Diamanten. Tango ist wie. Da sind noch 26 Diamanten. Ja, das kann schon sein. Da waren wir mit 64 Diamanten. Wieder geht's auch zur Arena. Alter, jetzt bin ich bekloppt. Warum mache ich denn Schilder, die keinen Sinn ergeben? Ich werde noch wahnsinnig. Jetzt wäre ich beinahe rausgebackt. Okay, hier geht's so runter. Leute, ich bräuchte irgendwie eine Karte oder ein Navigationsgerät, um hier irgendwie entlang zu kommen. Oh, endlich, da geht's hoch. Perfekt. Weil so viele Leute sind, gell? Wo ist der Creeper explodiert? Was ist denn? Leute, hoffentlich nicht hier drinnen, ne? Alter. Hier ist nichts kaputt. Servus. Alter, ihr bewegt euch bei mir gar nicht mehr. Jetzt gucken wir erstmal hier hinten. Ich bin rausgegangen, gell? Hier irgendwie was explodiert ja. Ist. Hat das Spiel verlassen. Mehr. Keine Ahnung. Wahrscheinlich ist er rausgeflogen. Vom Dings her. Leck oder so. Hier ist nicht nichts explodiert. Hier ist alles in Ordnung. Soweit in Ordnung. Ich wäre euch dankbar, wenn ihr versucht, hier auf den Wegen zu gehen, damit die Sachen auch ganz bleiben. So, liegt an deiner Internetverbindung in dem Moment. Gucken wir uns hier erstmal um. Guten alten Erstweg, sage ich jetzt mal, den wir dann aufgegeben haben. So. Hier oben sieht's auch gut aus. Entweder derjenige, bei dem es explodiert ist, der Creeper, der hat das super wieder gut wieder aufgebaut. Oder es war gar nicht so schlimm. Ganz schön viele Leute da. Hallo. Gehen wir mal Richtung Jugendherberge und gucken uns da mal um. Chris leckt ganz schön. Gehen wir erstmal hier gucken. Weil hier ist am wahrscheinlichsten, dass irgendwo Creeper rumgemacht haben könnten. Finde ich persönlich. Ne, da ist nur ein Skelett. Da, auf den Kopf, auf den Kopf! Bam, bam, bam! Stirb, du Sau! Stirb! Ist er kaputt? Hier ist aber auch kein Creeper explodiert. Halb so schlimm, würde ich sagen. Gehen wir wieder hoch.
Und dann in der Jugendherberge. Huiuiuiui, da wird's wahrscheinlich jetzt gleich kommen, das böse Erwachen sozusagen. Ba, 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 ba. Kann auch natürlich sein, dass es meine Leitung gar nicht hergibt im Moment, weil ich ja nebenbei auch Sachen hochlade. Könnte im Bereich des Möglichen sein. Ich habe die Vermutung, dass der Creeper hier explodiert ist. Machen wir es wieder ganz. Einfach mal hier wieder aufgebaut. Solange er da nicht bei der Glasscheibe und so weiter kaputt gegangen ist, ist mir das relativ latte. So, hier hinten ist das auch alles noch in Ordnung, nehme ich an. Genau, was ist das denn? Wo geht's denn hier hin, Leute? Das habe ich noch nie gesehen. Was sind das hier für verrückte Minen? Wo geht's denn hier hin? Wahnsinnig hier. Unheimlich fast schon. Okay. Oder war ich das? Nee. Oder? Ich weiß nicht mehr. Gucken wir uns hier mal um. Wupp, die Dupp. Da unten wird wohl kaum Creeper explodiert sein. Hier ist auch alles mit Butter. Also das hier weiß ich nicht. Das gefällt mir irgendwie nicht so. Machen wir mal wieder weg. Finde ich nicht so geil. Das mit dem Bild ist jetzt schade, dass es weg ist. Mal gucken, habe ich das jetzt eingesammelt? Ja, machen wir es halt wieder hin. Du blödes Bild, so. Ja, das passt doch. Das sieht viel schlauer aus jetzt. Eigentlich könnten wir die Fackel hier auch wegmachen und können buchmäßig arbeiten. Servus. Hier noch was machen. So, und zwar habe ich mir gerade überlegt, könnten wir das ja hier noch machen. Wuppdi-dups, so. Und dass wir dann noch Bilder machen. Müssen wir irgendwo noch genug Wolle haben eigentlich. Was ist los? Oh, jetzt ist da gar nichts mehr rumgekommen, oder was? Oh, ich glaube, das stürzt gleich ab, Leute. Ja, ich glaube, es ist abgekackt. Wir speichern mal ab. Nein, Aufnahme ist nicht fertig. Ja, Aufnahme ist fertig, Matt. Ja. Ich mach's doch kaputt, aber das passiert nicht. Ciao. Soll ich in unserer Welt passen? Warte doch. Ja, es könnte natürlich sein, dass die Aufnahme tatsächlich kaputt ist. Also die Aufgabe ist nicht kaputt, also die Aufnahme ist nicht kaputt, aber der Spielstand ist mehr oder minder jetzt bescheiden, sage ich jetzt mal. Der Fortschritt seit dem letzten Mal ist, denke ich, weg. Mal gleich nochmal ausprobieren. Beziehungsweise können wir auch morgen machen dann in Ruhe. Machen wir einen Cut hier an der Stelle. Ich bedanke mich natürlich immer fürs Zusehen und sage ciao, ciao, bis zum nächsten Mal.